Da ist auch was, glaube ich, richtig gesehen habe. Jupp, da ist was. Dann eine Buchseite. Okay. Seid du Butter Toten? Okay, das weiß ich hier. Das haben wir, das steht ganz oben. So. 6 von 10. Ah, dann war auch schon bald hier. 4 fehlen uns aber noch. Sollen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet, ja? Was war das für ein Grafikfehler? Ja, Schatten passt da nicht da hinten. Wie ihr seht, da der Schatten auf der linken Seite. Jetzt im Schatten jetzt nicht. Passive Beleuchtung nicht ganz. So, was ist das denn jetzt hier? Der Kristallturm. Aha. Der Kristallturm. Ach Gottchen. Alte Bekannte. Wenn ich die verdorbenen Engel? Was zum Teufel ist denn das, verdorbener Engel? Ah! Alter! cooler Move! Hey! Das war natürlich, das ist natürlich ein cooler Finisher. Bei Abadons Auge, du bist es. Was ist das? Was ist das denn? Oh, komm her. Oh ja. Ja, der Reiter ist da. Ich bin tot. Was ist denn passiert? Bin nicht drauf geachtet. Ja, doofer Unfall. Ja, das war ein Unfall. Das war jetzt ein Unfall. Aber ich hab nicht drauf geachtet, dass meine kleine Lesengerle war. Hat doch eben noch fast voll. War voll. Ja, nochmal ganz selber. Mit einer coolen Todesanimation. Ja. Okay, noch mal ein ganzes. Oh ja, die hauen ja relativ viel rein, ja. Ich sehe es schon. Das sieht wirklich cool aus, ey. Nochmal, Ganze. Okay, nochmal. Jetzt machen wir es mal besser. Haben wir eben beschwert, keine. Ich habe mich eben beschwert, von wegen keine Gegner. Und jetzt, ersten Kampf überlebe ich schon nicht. Warte mal. Falsche Taste, so. Ich wollte jetzt mal eine schnelle Waffe haben. Weil ich glaube, die wäre dann besser gegen. Ja, das wäre vielleicht noch eine coole Idee, so eine schnelle besessene Waffe zu haben. Oh, ich sehe gar nichts hier. Ja, die Kämpfe werden immer unübersichtlicher nach Zeit. Alter,
wieder vor uns! Du wirst uns dienen! So. So. Die Kämpfe werden nach einer Zeit relativ unübersichtlich. Mir aufgefallen. Wahrscheinlich zu viele Gegner auf einmal. Nee, werde ich nicht. Ich bin hier mit der Reiter. Den Auge weg. Das sieht cool aus. So. Willkommen in Ödlicht, Reiter. Von Krieger zu Krieger. Kenne ich dich? Nee. Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht und den Archon. Beide findest du im Kristallturm. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Was hat mich verraten? Handeln? Wie kann man mit handeln mit dem Typen? Höllenwache. Wie kommt es, dass du die Höllenwache verlassen hast? Abaddon schickte mich hierher, um den Kristallturm zu bewachen und den Archon. Es steht viel auf dem Spiel, sollte der Turm fallen. Okay. Das reicht. Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten. Wir nennen ihn Ödlicht, denn wir haben einiges in der Weißen Stadt zurückgelassen. Hier sind wir näher an der Finsternis. Aha. Und was ist denn der Archon? Und wer ist dieser Archon? Oder wer? Lucien ist das Oberhaupt des Skriptoriums. Jene Engel, die alles niederschreiben, was er sieht, wenn er in den Schatten blickt. In der Elfenbein-Zitadelle werden ihre Aufzeichnungen aufbewahrt. Ein Archiv jenseits aller Vorstellungskraft. Wo ist diese Zitadelle? Verloren hinter dem Nebel. Bete, dass deine Angelegenheiten dich niemals dorthin führen. Ich habe auch das Gefühl, dass unsere Angelegenheiten da uns sehr wohl hinführen werden, denke ich mal. Der Schlüssel. Ich suche nach einem Schlüssel. Ich nehme an, dass es kein einfacher Schlüssel ist, den du suchst. Daher solltest du den Archon konsultieren. Von der Spitze seines Turms sieht er viel. Okay, ich habe andere Dinge zu erledigen. Der Archon ist in dieser Richtung, Reiter. Vielleicht bin ich in anderer Angelegenheit hier. Wenn diese Angelegenheit dich zum Reich der Toten führt, dienst du dem Licht, um diese Schriftrolle zu überbringen. Nathaniels Schriftrolle. Nathaniel von der Höllenwache hat dir diese geheimnisvolle Schriftrolle gegeben. Reise zu den anderen Reichen, um mehr über denjenigen herauszufinden, der darauf genannt wird. Und aha. Welche Angelegenheit führt dich in das Land der Leichname? Ich suche einen alten Freund, eine verlorene Seele. Welchen besseren Ort gibt es, um nach ihm zu suchen? Bring diese Schriftrolle zum Hof der Untoten, damit sie mir meine Frage beantworten. Aha, haben wir eine neue Aufgabe erhalten? Okay, Handel. Ich habe alles, was ein Engel braucht. Sensen! Ja, braucht natürlich voll der Engel! Da braucht natürlich jeder Engel so ein paar Sensen, ist ja klar, ne? Also, welcher Engel rennt nicht mit einer ganzen Tasche voller Waffen und anderen Sachen rum, also ist ja ganz normal, ne? Also, ich meine ja nur, es gibt so ein paar Sachen, die relativ gut sind, wa? Verwüste Eisen zur... Ja. Aber ich muss mal ein paar Zorntränke kaufen. Das wird dir dienen. Wenn du bereit bist, dann gehört es dir. Jojo. Ja gut, an Waffen brauchen wir nichts Neues, aber hier vielleicht... Na, auch nicht. Na, auch nicht. Aber der könnte... Der sieht besser aus. Der könnte besser sein. Scheint ja allgemein bessere Werte zu haben.
Ja, nehme ich mal mit. Nehme ich auch mal mit. Sieht mit wem aus? Ne, den lasse ich mal. Da nehme ich auch mal mit. Viele Hände haben dies benutzt. Mögen deine nicht die letzten sein. Aha, ist also hier. Bist du also der Third Hand Shop oder was? Und dafür willst du so viel Kohle haben? Oh, ist das schon reduziert? Ich weiß ja nicht. Dornverteidigung. Ich habe keine Ahnung, was irgendwie mit dem Dorn ist. Im Handbuch steht übrigens sowas gar nicht drin, falls ich das nicht mal erwähnt haben sollte. Mittlerweile nach 90 Folgen oder 85 oder wie viel wir jetzt haben, mal mittlerweile. Kriegst du Magieschaden? Nimm mal den mit. Möge das Licht deinen Weg erhellen. Jo. Finde den einen, der den Thron bewacht. Er wird meine Antwort haben. Die verlorene Seele, bringe die Schriftrolle zum Kanzler. Ja, Kanzler Purpletine, oder so ähnlich. Ja. Ja, doch, der ist doch besser. Dankeschön. Ja, zwei gehen hoch, einer geht runter, also guter Deal. Der ist hingegen schlechter Deal. Hätte ich mir sparen können. Naja. Weswegen du auch immer hier bist. Ich hoffe, du findest es. Ja, wo bin ich denn hier? Gute Frage. Ich hab doch diese Teile hier gesehen. Da. Diese Teile, die da hängen, da sieht man ja richtig fett. Treff doch mal zur Abwechslung. Ey, ist nun dieser Schütze, ey. Schlechter als ich. Also, ich muss auch. Das ist wie bei Stalin Subway, man muss da höher halten. Ne, hier muss man höher halten. Bei Stalin Subway musste man einmal. Muss man immer tiefer halten, was zu treffen. Hier höher, ja, so kann es gehen, ey. Kann man sich an keinem Spiel. Da war doch auch einer, ja, genau. So. Was sind wir jetzt hier eigentlich? Jetzt da. Jetzt kann man doch da mal rumlaufen. Kristallturm. Noch einer? Ja, kann ich auch gleich wegstreichen, die auch gleich machen können eben. So, deine Mystika! Schlangenfoliant haben wir jetzt nichts Neues erhalten, wenn ich richtig gedeutet habe. Oder Engel, interessant. Ich kann wieder was kaputt machen. Oder? Nee, doch nicht, sah nur so aus. Da ist eine Tür. Einmal hier außen rum und guck mal, ob hier irgendwas ist. Mal rumgucken hier. Meine Güte. Da ist eine Truhe. Die nehme ich natürlich auch mal gern mit. Und da ist, was ist das? Da ist noch eine Truhe, die wir auch gleich mal abholen werden. Ist das ein Relikt? Ja. Ein Relikt ist das. Relikt von Renagoth. Ein Renagoth-Relikt ist das. Okay. Meine Güte, haben ganz schön ordentlich zugehauen, ey, die Typen. Der Engel. Aber hier sind sie noch nicht feindlich. Aber wir waren ja auch nicht verantwortlich für den Tod von Abaddon, ne? Das war ja Krieg. Angeblich. Wer? Wo kommt ihr? Was ist das denn? Was haben wir da jetzt rausgelassen? Was haben wir da jetzt für einen. Da haben wir voll erschreckt bei. Erschreckend. Erschreckend war das jetzt. Unheimlich. Mal schauen über den Rücken. Was war das denn? Ja, okay, weil. Kann man eigentlich rein oder ist das überhaupt eine Tür? Ne, ist keine Tür, ne? Sieht doch nicht so aus. Ist so. So mies texturiert, das ist keine Tür. Ja, hat man wieder ein bisschen Arbeit gespart. Oder Portierung, ja, Portierung halt, ne? Konsolportierung. Aber hat trotzdem meine Grafik halt zu ruckeln gebracht, meine alte. Ja, so kann es gehen. Naja. Aber extra für euch, ich bin ja so nett. Das ist auch eine mies texturierte Tür. Dann müssen wir zur anderen Seite mal gucken. Ja. So.
Komm hier nochmal so lang. Reiten wir hier mal lang hier. So.